Jetzt geht's dem Overseer an den Kragen und damit willkommen zurück. Sieht ja schon lustig aus, wie er dort an seinen, ich weiß es nicht, Sklaven ein bisschen rumtätschelt. Mal gucken, was er schon alles verbrochen hat. Er befindet sich auf dem Schrottplatz. Mord, fahrlässige Tötung im Straßenverkehr und Entführung. Die Opfer seines Menschenhandels behandelt dieser rücksichtslose Killer nicht viel besser als seine Handlanger. Wo immer er auftaucht, hinterlässt er Chaos und Verwüstung. Ich frage mich zwar, warum dort Menschenhandel steht, wenn es bei den Verbrechen noch nicht mit drin ist, aber vielleicht wurde er auch einfach noch nicht erwischt. Da Menschenhandel alles andere als gut ist, würde ich sagen, wir müssen ihm auf jeden Fall... Ah, immer noch Sniper. Da auch noch einen Strich durch die Rechnung machen. Ich hatte gehofft, die Sniper sind nur im letzten Level gewesen. Und jetzt haben wir mal Ruhe. Alter, was hat er? Ich möchte es haben, lass es fallen. Nein, er lässt es nicht fallen, du Sack. Sah ein bisschen aus wie ein dicker Elvis. So, Medizin ist auch am Start, also alles gut. Da können wir auch mal ein paar Hits kassieren, alles halb so wild. Schrotflinte, ja, wir nehmen sie erstmal mit. Aktuell haben wir ja noch nichts. Bam, oh nein, da oben ist wieder so ein Raketenwerk. Oh, du Scheiße. Mach den tot, bevor er schießt. Jawohl. Ja, der ist immer noch nicht tot. Jetzt aber. Mist, was war denn jetzt hier mit dem Motorradfahrer los? Zum Glück hat er uns oben auf diesem kleinen Podest da nicht erwischt. Nein. Mann. Ah, nein. Hoffentlich hält die Kiste das aus. Okay, die ist anscheinend unzerstörbar. Ich glaube, das ist nicht die richtige Waffe dafür. Wir nehmen lieber mal wieder die Pistole. So, jetzt bam. Hey, er lässt sie fallen. Sehr gut. Dann nehmen wir die doch mit. Hey, nimm sie auf. Danke. Und die braucht ein bisschen zum Starten, auf jeden Fall. Ich dachte es mir fast. Gut, haben wir schon wieder irgendwo ein Diebesgut übersehen? Wahrscheinlich schon. Aber hier war auch nichts versteckt. Oben haben wir bloß einen Medizinkoffer, den wir natürlich wieder nicht brauchen. Kommen wir hier vielleicht noch irgendwie lang? Nö, auch nicht. Dann machen wir uns weiter hoch. Ui, die Tür ging auf. Kommt da noch ein Gegner raus oder haben sie uns nur verarscht? Na? Ah, die anderen gehen auf. Nein. Okay, das lief bis jetzt ganz gut. Kommt noch mehr. Sag das doch. Komm runter. Komm nicht runter. Ah, das war knapp. Eine Schrotflinte kann mir gar nichts. Sehr gut, bis jetzt kommen wir wirklich gut durch. Ich nehme diesmal auch hintereinander auf, also die letzte Folge und diese mit einmal. Ich bin also schon etwas in Übung, sollte ich vielleicht öfter machen, damit ich nicht jedes Mal so hardcore ablose. So, finden wir hier oben noch ein Diebesgut? Ja, jawoll, wir finden noch eins. Hab bloß den ersten Checkpoint gesehen und dachte mir, so langsam müsste ja mal eins kommen. Und mein Instinkt hat mich mal wieder nicht enttäuscht. Sehr gut, hier haben wir eine große Kiste. Geht die kaputt? Die tropft zumindest. Ach komm, wir verschwenden mal eine Granate. Wir gucken mal. Toll, wegen einer 50er AUG. Ich habe 240 Schuss in der All Painless. Dann nehme ich mir doch nicht die AUG mit. Oh, C4. Dann werfen wir erstmal die Granate weg, dass die nicht für umsonst ist. Warten wir nochmal kurz, bis das Auto da ist. Ungefähr jetzt. Naja, war nicht ideal, aber was soll's. Wie kommen wir denn da unten an den Granatwerfer ran? Können wir hier einfach runterspringen? Oh ja, geht. Die werden ja immer verrückter hier. Das lief ganz gut. Ah, kommt doch nicht runter. 7 Schuss im Granatwerfer und hier nochmal 10. Ach, da haben wir aber den Typen mal richtig schnell erwischt. Was ist denn hier los? Skaten die jetzt schon? Am Auto hinten dran. Dafür wurde das Abschleppseil aber nicht konzipiert. Zum Glück haben wir den Granatwerfer, der rettet uns gerade echt ein bisschen den Arsch. So, die bist gut, genau. Die machen wir noch tot. Ach Mensch, seit wann schießen die mit ihren komischen Dingern? Mit ihren Harleys, wollte ich sagen. Immer noch 6 Schuss. Aber wir haben hier 200 und... Hä? Ach nein, es war ja vorne in der Grube, ich wollte schon sagen. Und hier haben wir ja auch nochmal, da haben wir 440 Schuss, dann nehmen wir doch das mit. Das hebe ich mir direkt für den Endgegner auf. Ich hoffe, dass das nicht so ein extrem schneller Hin- und Herspringer ist, dass wir gar nicht dazu kommen, dieses Ding abzufeuern, aber 440 Schuss. Ey, was ist denn das jetzt schon wieder? Hört doch auf, andauernd hier neue Waffen reinzubringen. Man gewöhnt sich doch auch mal an irgendwas, ne? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und hier oben gibt es bestimmt noch ein Diebesgut.
Nein, kein Diebesgut. Raketenwerfer. Nö, den will ich nicht. Nicht gegen 440 Schuss in so einer geilen Waffe. Jetzt haben wir hier aber schon wieder einen Checkpoint. Naja, ich hoffe, wir haben kein Diebesgut übersehen. Used Cars. Traurig nicht, ihr habt doch meinen Schlitten gesehen. Der ist mehr als geil. Aha. Okay, solange das Auto noch da ist, ist alles gut. Aber wir sollten uns schnellstmöglich um den Sniper kümmern. Ach du Scheiße. Oh, was ist denn hier hinten los? Ey. Verschwindet. Kann Karate. Da. Ah, habt ihr gesehen. Bam. Okay, dafür, dass hier echt viel los war, haben wir es ganz gut geregelt. Da hinten war schon wieder ein Checkpoint. Also gucke ich auf jeden Fall nochmal etwas genauer nach. Nein, ich habe den schon wieder vergessen, dass der hier ist. Ah, oh geil. Hat seinen eigenen Kumpel getötet. Friendly Fire nennt man sowas. Ist nicht strafbar, wenn es nicht mit Absicht da. So, na, dann wären wir doch bestimmt hier oben, ne? Hey, mach doch mal ein bisschen langsamer. Ich bin ein alter Mann. Oh, was? Die Jetpack-Typen sind auch wieder da? Och, nö. Der kriegt ein Messer. Ah, nein, wir haben gar keine Messer. Nur C4. Ah, geh weg. Und das C4 hat überlebt. Ist also feuergeschützt. Jetzt haben wir hier oben die Splittergranaten, 4 Stück. Aber C4 finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Aber wir haben die Splitterbombe in dem letzten Level wirklich kaum... Ach so, die explodieren mit der Zeit. Auch gut zu wissen. Ich wollte sagen, wir haben die Splitterbomben beim letzten Mal kaum benutzt. Also nehmen wir sie doch diesmal mit. Was machen wir mit der Kiste? Benutzen wir doch nochmal kurz das C4 hier unten. Kann man das irgendwie bestimmen, in welche Richtung der das werfen soll? Nö, ne, das macht er, wie er lustig ist. Ja. Ist nämlich ein bisschen schade. Erinnert euch an die eine Folge, wo der Raketenwerfer da lag. Da habe ich nämlich auch eine schöne Aug verloren. Obwohl der Raketenwerfer uns am Ende echt das Leben gerettet hat. So, wir haben noch mehr Schuss. Wahnsinn. Das kann schon wieder nichts Gutes bedeuten. Bombe ist eingesteckt. Wir haben hier immer noch 440 drin. Und jetzt haben wir gleich 600. Wahnsinn. Auf zum nächsten Checkpoint. Obwohl, ich wollte nochmal nach einem Diebesgut schauen. Aber ich habe hier alles abgeguckt. Durchgeguckt. Abgeguckt immer nur in der Schule. Naja, machen wir mal weiter. Ich hoffe, ich habe nicht schon wieder eins verpasst. Checkpoint. Okay. Ah, ich verstehe. Nein, es war zu früh. Naja, dann gibt es eine Splitterbombe. Die sind eigentlich schon relativ geil, gerade so für Gegneransammlungen. Hätte man damals mal bei diesen komischen Bussen gebrauchen können. Boah, sag mal. Tempolimit 50, mein Freund. Wir sind hier auf der Baustelle. Ist immer Tempobeschränkung. Na komm doch. Hä? Ist zu hoch gesprungen? Jetzt. Nein, immer noch zu hoch. Verdammt. Ich darf nur so ein kleines Stück springen. Ich muss gar nicht springen. Ich kann auch auf die Fässer schießen. Ich dachte, wir müssen dieses Verbindungsstück dort erwischen. Aber ich sollte mal wieder nicht zu viel denken. Aber irgendwo hoch ging es hier nicht, ne? Ich wäre jetzt hier hätten drauf springen müssen. Nö. Ist auch gar nicht. Ach, shit. So, jetzt aber. Come on. Ich möchte keine Splittergranate oder Splitterbombe dafür einsetzen. Ich heb mir jetzt immer alles schön für den Endgegner auf. So, haben auch nichts weiter fallen lassen. Die AK nehme ich. Oh. Ach, Mensch, jetzt. Sehr gut. Den haben wir. Hä, war der nicht gerade noch oben? Klingt der jetzt schon rum, oder was? Ah, nein, nein. Oh, na klar. Viererschuss Raketenwerfer. Verdammt. Vor uns sind wir ja noch drum herum gekommen. Das war knapp. Jetzt würde ich mir einen Checkpoint wünschen. 12 Schuss in der Sniper ist natürlich auch geil, aber 600 Schuss, Leute. Das müssen wir einfach mit zum Endgegner nehmen. Gagas.
Ja, ich mache mir gleich Gaga an die Hose, wenn es hier so weitergeht. Oh, sehr gut. Hier geht's hoch. Und da haben wir noch ein Diebesgut. 3 von 3, wir haben es mal wieder geschafft. Sehr schön. Und damit scheint es auch schon zum Endgegner zu gehen. Daumen drücken, dass das Spiel diesmal vielleicht ein bisschen netter ist zu uns. Das sieht sehr nach Mad Max aus. Bounty found. Start up those engines, you worthless pieces. Gut, wir können schon mal nach unten ausweichen. Ja, ich dachte es mir. Also erst wechseln, wenn er nicht mehr am Start ist. Wo steht er denn? Hä? Wo ist er? Ach so, da kommt er nochmal aus irgendeiner Richtung. Na geil, da bringt jetzt die Waffe natürlich gar nichts. Außer wir laden die schon mal ein bisschen vor. Okay, aber er scheint sich immer abzuwechseln. Also müsste er jetzt hier von links kommen, wenn ich das richtig erörtere. Ja, hab ich. Die Fässer stehen mir noch ein bisschen im Weg. Jetzt kommt er hier von rechts. Ach nein, es wird immer ein bisschen heller vorher. Man sieht seine Lichter. Jetzt von hier. Attacke. Jawohl. Ja, wir haben ihn gar nicht getroffen. Oh je. Ey, warum hat er jetzt noch nach hinten geschossen? Das gibt's ja wohl nicht. Jetzt kommt er bestimmt von da. Nein, von dort. Wir machen ihm keinen Schaden. Machen wir nur mit explosiven Sachen Schaden, oder was? Wir hitten ihn nicht. Warum? Okay, dann probieren wir es mal mit Splitterbombe. Okay, das hat ein bisschen gepfeffert. Jetzt müsste er ja wahrscheinlich von hier kommen. Ah, die landet natürlich oben. Na gut, die macht Hit über alle Felder, aber halt nicht genügend. Ey, kommen hier noch normale Autos, na klar. Okay, ich muss mir erstmal ein bisschen angucken, wie das hier funktioniert. So. Gut, das kleine Auto kommt dem hinterhergefahren. Das habe ich verstanden. Hier oben würde ich die Splittergranate benutzen. Rein theoretisch müsste er von links kommen, kommt er aber nicht. Jetzt haben wir ihn auf jeden Fall gut erwischt. So, kleines Auto. Das ist mir einfach zu schnell. Oh. Okay, ich glaube C4 ist doch die bessere Variante. Ach. Hör doch auf. Holen wir uns zumindest erstmal das kleine Auto damit. Nein, ich bin zu dumm. Wirf doch C4 jetzt. Wie viele denn noch? Na klar. Ach. Ja, ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass der ja auch schießt. So, dann kriegt er jetzt erstmal das hier ab. Hätte man es vielleicht aufheben sollen, bis die kleinen Autos noch kommen, weil das ja über die ganze Map Schaden macht. Naja, was soll's. Aus Fehlern lernt man. Okay, bis jetzt läuft es schon mal besser als am Anfang. Jetzt wissen wir aber auch... Ach Mensch, jetzt wissen wir aber auch erstmal, wie wir ihm ordentlich Schaden zufügen können. Oder wir, vielleicht können wir ihn auch abballern, aber nur von hinten. Dass wir halt, das klang jetzt wieder ein bisschen pervers, dass wir halt den da treffen müssen. Nein, warum denn? Ach Mensch. Ja, ich stand sehr nah dran, ich weiß ich selber. Naja, ich lege jetzt erstmal hier so ein Ding. Hoffe, dass hier gleich ein Auto kommt. Nein. Ja, falsche Taste. Ach, Mensch. Und schön 2C4 umsonst verballert. Sehr gut. Nein, ich bin wieder hochgesprungen. Jetzt aber. Treffen wir den damit? Ja, wir treffen ihn. Aber er uns auch. Verdammt, damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Und wir sind mal wieder tot. Ach, Mensch. So, jetzt aber. Jetzt habe ich es langsam raus. Die Splittergranaten hebe ich mir auf jeden Fall auf. Das haben wir natürlich verpasst, ihn mal am Anfang hier ordentlich zu hitten. Ach, Mensch, ich wollte es cool machen. Aber bin einfach nicht cool genug. Naja, wir lassen ihn erstmal hochfahren. Es tut mir leid, wenn es etwas langweilig ist. Aber noch einen Versuch möchte ich nicht unbedingt brauchen. Ach, und den werde ich wahrscheinlich gleich brauchen. Ach Mensch, warum springe ich dann aber auch so dumm hoch? Bam. Es kommen gar keine anderen Autos mehr. Bam.
Und noch einmal, weil es so schön ist, jetzt der Höhnes. So. Ein Leben. Das ist natürlich sehr, sehr mager. So ein Lebenskoffer wäre was Schönes. Damit würde er mir einen Gefallen tun, mit allem anderen nicht. Den Raketenwerfer schnappen wir uns dann gleich. Nein, warum hat die uns jetzt erwischt? Und dann lässt die nicht mal eine Medizin fallen. Das ist richtig fies. Beim nächsten Treffer sind wir schon wieder tot. Und ich sehe schon, dass wir doch noch einen Versuch brauchen. Nein, wir haben keine Dings mehr. Sammel die ein, schnell, bevor hier irgendwas kommt. Wirf das jetzt hier hin. Mach dich runter. Nein, ich wollte doch springen. Och, Mensch. So, letzter Versuch. Ich werfe die jetzt trotzdem alle schon, weil das hat einfach so gut Schaden reingepfeffert. Da werde ich auch diese ganzen Kisten hier kaputt machen, weil die machen einfach keinen Sinn. Ach Mensch, ja. Danke. Bam. Und es hat mich natürlich mit erwischt. Warum auch nicht? Und nochmal. Jetzt haben wir schon wieder fast gar kein Leben mehr. Und nein, ich bin überhaupt nicht angenervt. Das hört sich nur so an. Bam. Bam. Lass doch Leben droppen. Warum denn nicht? Ich war immer so gut zu dir. Nein. Ja komm, dann gib mir den Raketenwerfer jetzt. Ah, shit. Versuch Nummer 1 Million. So, die Fässer mache ich kaputt, weil die mir ansonsten auf den Senkel gehen, dass die im Schussweg liegen. Schade, dass man nicht mehrere C4s legen kann. Ich hab's schon mal gesagt, vor 2 Folgen, glaube ich. So, jetzt ein bisschen Konzentration. Ja. So, das läuft doch schon besser. Nein! Geh weg! Ah. Ich knall mir jetzt schon mal hier den Raketenwerfer rein. Ist der jetzt oben oder unten? Ach Mensch, zu viele Autos. Ich sollte mich vielleicht auch um die Autos kümmern. Ey, hör mal auf jetzt. Medizin, bitte, ja. So, komm hier oben lang, mein Guter. Wo bleibst du? Hier unten bleibst du? Hat er jetzt noch getroffen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ah. Übertreibt's etwas. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Hä? Der hat's nicht gezündet. Och nein, ich hab die Taste daneben gedrückt. Ach, diese scheiß Steuerung. Entschuldigung, Spiel, aber das ist wirklich, das hätte man cooler machen können. Ja, ich hätte es auch schon längst umstellen können. Ich hatte es auch schon seit Jahren vor. Ach, Mann. Aber ich habe es nicht gemacht. Man hätte es trotzdem von vornherein etwas schöner machen können. Ja, und das... Und komm. Nein. Er hat noch so wenig Leben und wir werden es trotzdem nicht schaffen. Doch, wir haben es geschafft. Jawohl. Das waren ganz paar Versuche. Am Anfang lief echt alles super. Also durchs Level sind wir sehr, sehr gut gekommen. Aber hier bin ich wieder völlig überfordert gewesen. Aber wir haben 3 von 3 Diebesgut und auch alle Kills gemacht. 18 Minuten, da habt ihr ein bisschen länger Spaß dran gehabt. Was soll's. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns demnächst. Tschüss.